Ja, moin Leute, welcome back zu Warframe. So, und dann genau die Brücke machen wir einmal hier nach Ceres rüber. Vulkar-Blaupause bekommen wir uns bei Mods. Neue Haltungsmods, geil. So, oh, ich bin gespannt, wie Ceres aussieht auch. Gut, komm her, friss meine Schrot. Das hält aber selber auch gut aus. Oh, ich habe jetzt einen eigenen Mod für Gift. Bam. Und dann können wir danach zielen, bitte rüber. Alright. Vulkar-Blaupause. Vernichtende Fernkampfwaffe, die Gegner. Okay. Warte mal, ich muss da mal kurz hier modden und so einen Kram, bevor du startest. Haltung. Ausfächernde Multitrefferangriffe. Ach, so eine Haltung für Dualschwerter. Ach, ich dachte, das wäre eine Aura. Ne, Moment. Boah, ich habe jetzt übrigens für Dings einen Mod gefunden. Für. Warte. Den Parazon habe ich einen Mod gefunden. Oh, was? Ja. Krass. Und zwar, dass ich. Oh, ich habe auch eine. Dass ich hier beim Hacken 8 Sekunden Zeit zusätzlich bekomme. Die habe ich auch, ja. Okay, das ist geil. Okay, das Hacken ist ja eh schon easy. Achso. Ja, aber so, ne? Nimm mal mit. Ah, wir können auch hier ein Relikt öffnen. Ah, das ist das. Ah, Ding, das ist ein Voidriss. Cool. Hast du Voidspuren? 21 hast du, okay. Oh, da kann man auch nur die Meso-Relikte öffnen. Ah. Ich habe das mal angeguckt. Es lohnt sich wohl immer, so 25 Voidspuren zu machen. Mehr reinzustecken, ist halt dann schon ziemlich teuer. Schalte alle Knoten im System frei, um einen Extraktor auszusenden. Irgendwie kann man da vielleicht zu Ressourcenextraktoren oder so einfach Ressourcen farmen. Das wäre auch geil. Oh, das sind direkt zu viert. Ja. Oh, okay, neuer Planet, I guess. Stimmt. Oh, zwei Zellen. Oh, ich auch. Stark. Hä? Warum haben wir zwei Zellen bekommen? Und hier vorne ist Voidspuren. Digga, wie, was? Was mit dem Speedboost, Alter? Holy shit. Ich bin übel schnell. Das war schneller, was? Als ich gerade reingefallen? Weiß nicht. Ach, wir müssen hier so Reaktanten sammeln. So, ach, das ist die Voidriss-Mission. Stimmt. Okay, hier liegen aber einige. Wir sind Level 18er und 25er. Ja, hab's schon fertig. Geil. Ja, ich hab jetzt 8. Wir müssen einfach nur Kills machen, wundervoll. Ja, Relikt geöffnet. Sekundärwaffe hat erhöhten Schaden und unbegrenzt Munition. Das ist geil, nehme ich mal. Unbegrenzt Munition im Magazin. Lol. Boah, ich hoffe, ich hab. Warte, den Mod hast du gerade eingesammelt oder wie? Nee, das ist jetzt, weil ich Relikt geöffnet habe. Kriegst du ja einen Buff für den Rest der Mission. Ach so, das meinst du. Ich habe jetzt unbegrenzte Munition in meinem Magazin. Ich muss die wieder nachladen, meine Sekundärwaffe. Ach so, gut zu bleiben. Ja. Wenn hier mal Gegner werden, aber die Typen killen alles weg vor uns. Ich hab Charakterdaten hier irgendwie. Was für Dinger? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich hab's mal. Ich komme als Framefighter Charakterdaten, ich hab's mal gepinkt. Framefighter Charakterdaten. Ich hab's mal gescannt, keine Ahnung. Wird schon irgendwas bringen. Einsammeln kann man's so nicht, ja. Ich hab's auch mal gescannt. Framefighter Daten Yareli freigeschaltet. 9k Bieter habe ich gejobbt bekommen. Ach stimmt, neue Ressourcen gibt's ja auch hier, geil. Der Planet ist so ein bisschen trostlos, ne? Viel Regen halt mäßig. Alles grau. Erinnert mich irgendwie von der Optik an Star Wars. Ja, ne? Mit dem mit der Farbpalette irgendwie. Bisschen. Oh, ein Legendär reduziert ausbluten. Reduziert. Ah, das ist natürlich geil, ja. Also längere Zeit, dass ich wiederbelebt werden kann. Aber wenn ich die halt auslöse, heißt das, ich hab jetzt Kill-Issue, das ist ja peinlich. Ja, ich. Stimmt, jetzt mir besseres. Das ist selten hier, das selten hier mit. Draufklicken. Was du haben willst, kannst du eine aussuchen jetzt. Weil wenn das selten ist, nehme ich das mal lieber als die gewöhnlichen Dinger, glaube ich. Ach, und 25 Voidspuren haben wir auch bekommen hier. Geil. Javlok-Kondensator. Für die Herstellung von Javloks verwendet. Wenn man jetzt wüsste, was das ist. Oh, das sieht geil aus hier. Aus dem Schiff raus. So, für die Jupiterbrücke. Bissige Wurm und Grill auf Extra. Da müssen wir hin. Und wir müssen nach Draco. Also da. Ja, dass du auswählen konntest, war nur zwischen der normalen Mission und der Void-Mission, die da halt immer random auftaucht. Okay, so. Ja. Ich habe Bock, ein bisschen mehr draußen zu sehen, was da so aussieht. Oh, neuer Missionstyp. Gegnertürme einnehmen. Lol, das ist so ein Capture the Dingsbums-Ding. Ja, so Punkteverteidigung. Ja. Aber sobald einer drin ist, kann man nicht erobern. Mhm. Die sind zu zäh, ja, perfekt. Die beiden Fraktionen, Tenno und Gegner. Nee, du bist irrelevant, dass du einfach nur als Gegner bezeichnet wirst. Ich finde die Mission echt scheiße. Ja, irgendwie. Mir gefällt das gar nicht. Die andere Defense ist geiler. Und die andere Defense ist viel, viel besser. Gehst du auf B? Ja, mit vier Spielern wahrscheinlich geiler, wenn jeder. Ja, dann hat halt jeder seinen eigenen, aber selbst dann ist es, glaube ich, also weiß ich nicht, weil, guck mal, die sind jetzt auch alle so verteilt, das heißt, du musst für den Loot die ganze Zeit hin und her springen. Ja. Ja, den Flammenwerfer da vorne. Holy shit. Lyka-Meisterin. Okay. Ich gehe mal rum und sammle Kisten hier ein, solange wir nichts verlieren. Also bei Konflikt gegen die Prozente auf Null, das ist halt schon ein bisschen unfair. Ja, die Schrot ist toll. Eine schöne Waffe. Ja, ich bin gerade die MK1, damit ich die schon mal weg habe. Ach so, ja, wie gesagt. Ja, meine finde ich ziemlich geil. Die kannst du auch, glaube ich, holen. Die hat, glaube ich, der Blueprint, glaube ich, nur 30.000 noch gekostet. Ja, auch diese Geräusche und so. Diese Mission ist meine Hassmission, wirklich. Hm. Na, 100%, let's go.
Töte bringt Gegner. Achso, du könntest noch weiterbleiben oder. Oh ja, gerne. Wir hauen ab. Aber nee, es hat so viel Spaß gemacht. Boah, guck mal, Liebprojekt. Boah. Nee, also ist das Kackmodi wirklich. Ah, die Mission vor allem mag ich auch nicht so. Okay, Geisel befreien. Geht immer. Ich nehme diesmal wieder ein bisschen mehr Loot und alles mit hier. Jetzt haben wir keinen Zeitdruck. Hier brauche ich tatsächlich kein Loot, das sind die Scheiße ein bisschen drauf. Echt? Brauchst du nichts davon? Ja, auf Pluto brauche ich halt was. Ich werde den Necros haben. Mein Ziel wäre es heute Abend den Necros in der Schmiede. Ne, es geht gar nicht. Ich kann den Necros heute Abend gar nicht in der Schmiede haben. Die Teile brauchen ja 12 Stunden noch. Ja, aber. Du wirst über die Hände. Ich weiß ja gar nicht, was der Necros braucht. Unter Umständen braucht er. Doch, das siehst du doch. Ja, aber ich meine, den Necros Blueprint habe ich ja gar nicht. Ach, den Final Blueprint hast du gar nicht? Nee, der kostet 100.000 Credits. Aber die brauchen immer nur diese Reihe unter Blueprints und eine Orokin-Zelle. Mehr brauchen die eigentlich nicht. Echt? Ja, gut, dann habe ich das. Oh, bei mir ist das Scan. Ja, ah, sehr gut. Ja, was man da auch mal freischaltet, keine Ahnung. Ach, warte mal, ich sollte mal vielleicht so das Gegner hier scannen. Ups, verklickt. Hab ich auch schon gemacht. Warte, lass mal hier einen am Leben, bitte. Kann ich jetzt nochmal scannen? Den kann ich nicht mehr. Den Gegnertypen kannst du halt scannen. Ah, Sturmsoldat kann ich jetzt scannen. Jetzt ist der bei mir in Dingens dran. Wir sind ja alle bei mir noch markiert. Der Sturmsoldat ist auch noch markiert bei mir. Der Teammitglied braucht Hilfe, eine Tür zu öffnen. Na gut. Oh, Stalker! Hast du den? Bei dir ist der, ne? Ja, du hast ja, der. Aber ist ich komm nicht durch. Nein, der ist auch wieder weg, hat sich wegtippt. Nee, das. Da. Ich bin tot, was? Der ist so stark? Wow, 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 wow. Was passiert? Er hat mich gestunt. Er hat sich wegtippt, glaube ich. Aua. Egal, ich hab ihn fast, ich hab ihn fast. Ich hab ihn. Ah, nein, nein, komm schon. Oh. Jetzt ist es übersichtbar gemacht. Okay. Hä, hey, wo. Er ist weg. Ja, er ist weg. Die Bossleiste ist weg, ja. Der ist weg. Was passiert? Nee, der könnte nicht aber weg sein jetzt. Doch, die Bossleiste ist weg. Hä? So. Die Bossleiste ist weg, der muss weg sein. Aber warum? Der verschwindet doch nicht einfach, wir müssen den doch killen. Ich weiß es nicht. Haben wir zu lange gebraucht? Ah, dann kannst du eine Waffe, eine Sekundärwaffe auch. Ah ja, er hat die. Er hat die cooler ist. Hast du immer noch gekippt? Ja, ist die MK1 aber. Achso. Die sind ja noch besser. Oh, so ein Eximus-Sack. Ja, ja, ich geh einfach mal weiter. Ja, ja. The Prosecutor is approaching. Was ist das? Den sehe ich hier keinen. Naja. Ich verdiene 1 Million Credits, davon habe ich jetzt 350. Wow. Stark. Ich hab, insgesamt hatte ich bisher nur 350.000 Credits, irgendwie voll wenig. Ich level mal eben meine Archring Blueprints ein bisschen. Mach mal überall 2 Sterne drauf, weil 2 Sterne kosten ja echt nichts. Extra, da mussten wir, glaube ich, einen Boss klatschen, ne? Ja, Attentat, genau. Mal gucken, was wir da für einen Warframe bekommen. Ich glaube 14 bis 16. Okay, sollten wir bekommen den Boss. Und dann können wir ja auch eventuell den dreimal machen, bis wir den jetzt haben. Mein Pet backt rum. Okay, was ist das denn hier? Tram aktivieren. Oh, 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 oh. Alter, ich fahre mit dem Zug. Satan, Dingensstern, Dingens. Oh, lol. Ayatan-Stern. Ja. Zion. Geil. Erste Kiste, erster Stern. Das ist doch sehr schön. Ja, mir fehlen immer noch Skulpturen. Ja, mir auch. Man kann die Sterne ja auch so verkaufen, aber das... Ja, aber das ist halt so eine Verschwendung dann halt. Ja, irgendwie schon, ne? Das werde ich auch, glaube ich, erst wirklich nur machen, wenn ich wirklich dringend Endo brauche für irgendeinen Scheiß. Aua, der Boden macht Schaden hier. Was? Star Wars besitzen, der hat irgendeinen Müll. Müllkompaktor. Fuck, ich komme hier, Junge, ich komme hier nicht raus. So, okay. Jetzt aber. Bonk. Jetzt werde ich vor Zapfheit, sagt sie, okay. Die Doschutz wird ja niemals Müll labern. Das ach, der Vor, er ist das. Stimmt, der ist ja am Ende, am Anfang. Oh, 2 Eurokin-Zellen. Der hat sich am Ende wegzipet am der Tutorial-Mission, weißt du? Mhm. Hier ist er hingegangen. Ah ja, und hier wird er sterben. Ja. Na, danke für die Zellen. Mhm. 2 Eurokin-Zellen ist halt schon geil. Aber eigentlich müssen wir auch dankbar sein. Dank ihm kann man spielen, weil er ihn aufgeweckt hat. Stimmt. Also indirekt. Indirekt. Er war dafür verantwortlich, ja. Er hat das Feuer entfacht. Und als Dank befreien wir ihn von seinem miserablen Leben. Von seinem miserablen Leben. Das ist doch schön. Look for his attack patterns, Alter. What the fuck? Ich bin gerade über ein Raiding geslidet. Okay, jetzt haben wir Alarm nicht deaktiviert. Ah! Sein Kollegen hat er dabei. Ja. Oder selber sieht voll alt und rostig aus, ey. Und als würde er gleich so zusammenklappen. Ja, echt so, ne? Ist der nochmal älter geworden? Oh, hier ist ein Cephalon-Fragment. Ich scanne das mal eben. Ich habe keinen Respekt für den Boss. Okay, wir können dem auch keinen Damage machen. Warum? Müssen wir dem... Ah, der Wurm muss jetzt Damage bekommen, ja. Aber hat mein ganzes Schild verloren irgendwie. Ah, da ist er. Okay. Also, haben 2 Schuss von meiner Schrot gereicht.
Okay, angenehm. Aber der Grill kann noch nicht gedamaged werden. Aber auch nicht. Ab wo wieder? Warte, ich mache Damage wieder. Jetzt Grill Damage? Nee, okay, noch nicht ganz. Aua. Man kann sie alle nicht damagen. Ja, ist tot. Okay. Aber Grill geht immer noch nicht. Doch, jetzt oder? Nee. Ja, ja. Jetzt sollte er aber gleich. Noch ist der Musik. Noch ist der Musik. Oh. What? Ich bin am. Hä? Was passiert? Nee. Weiß nicht, irgendwie. Wir machen ein Damage, ich bin tot. Die Eximus. Darfst du echt nicht in Melee gehen? Aber ich geh trotzdem mal rein. Stärke den Grenier. Die Sterblichkeit der Grenier beginnt mit dem Schlag meines Hammers. Ah, vielleicht wenn er mit dem Hammer schlägt, dann ist er so gestunt am Boden. Und dann kann man ihn attacken oder so ein Scheiß. Ja, jetzt. Ist mit dem Hammer. Ja! Ja, mit dem Hammer hängt er am Boden fest. Boah, Alter, das ist aber sehr kurz. Das ist sehr kurz. Ja, schwere Attacken können wir ja aufladen. Du musst den Bodenschlag machen. Nee. Der muss das an den Boden reinhauen, das Ding. Da hinten ist so ein komischer Gegner, der lila leuchtet. Was denn das? Ja, das ist einfach ein Schild. Jetzt kann man wieder damagen hier. Einen Hit habe ich reinbekommen. Okay. Ich würde sagen, wenn er ausholt, chargen wir die schwere Attacke am besten. Ich denke, das wird der Way to Go sein. Digga, ja, was ist das für. Jetzt? Ja, aber das sind 2 Sekunden. Ja, irgendwie muss man die Zeit verlängern können. Was, wenn wir ihn stunnen währenddessen? Ich mache mal einen Stun-Attacke gleich vielleicht. Jetzt kann man auch so damagen, lol. Was passiert? Endlich. Er ist tot. Ach, nur sein Schild ist unbesiegbar. Wir müssen nur durch den Schild durchkommen und wenn der einmal weg ist, dann ist der immer. Kann immer Damage bekommen. So wie es aussieht. Oh fuck. Wenn es so ist. Perfekt. Alright. Na gut, die Bosse muss man halt einmal kennen, ne? Ja. Töte den Boss im Zierersystem und erreiche Extraktionspunkt. Für Frost haben wir Chesses bekommen. Ja, ich muss kurz. Und Mieter Klinge.